Okay. Servus Löwenfans, wir sind schon hier in Marbella, im Hotspot der Reichen und Schönen. Die Löwen werden in den nächsten Stunden eintreffen im Gualpin Banos, einem 5-Sterne-Hotel. Die Löwen werden sich hier 10 Tage vorbereiten. Es sind 3 Trainingseinheiten pro Tag geplant und auch 2 Testspiele, unter anderem gegen Dynamo Kiew und Videoton FC. Das ist der Tabellenführer aus Ungarn. Am Abend ist um 23 Uhr Tapfenstreich für die Spieler um Christopher Schindler. Für uns ist natürlich auch die Frage, wer kommt noch alles zum TSV 1860? Einer der Kandidaten ist Andreas Vogelsammer von der Spielvereinigung Unterhaching. Verabschiedet hat sich dagegen gestern schon Sebastian Härtner. Ihn zieht es zu Erzgebirge Aue. Servus Löwenfans.